Papst Franziskus ist in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar eingetroffen. Sein Besuch wird als Geste der Unterstützung für die winzige katholische Bevölkerung des mehrheitlich buddhistischen Landes gesehen. Der Besuch ist von entscheidender Bedeutung für die Beziehung des Vatikans zu Peking und Moskau. Diese Staaten haben dem Papst bisher noch keine Einladung übermittelt. Die Reise wird mühsam für den 86-jährigen Papst, der nach einer Leistenbruchoperation im Juni weiterhin im Rollstuhl reist.